Herzlich willkommen zur Traumflieger Equipment Demo. Heute geht es um ein Porträt Spezialist, um ein Canon RF 85 1,2. Hier zu sehen 85 mm F1,2 Bouquet Master, könnte man vielleicht sagen, also ein Porträtobjektiv Canon RF 85 F1,2. Ja, hier nochmal zu sehen, ohne Streulichtblende, ein Monstrum, wenn man ja die Brennweite berücksichtigt, 85 mm und das Ganze mit F1,2, also hier nochmal solo zu sehen. Ich halte das mal hier ein bisschen in die Kamera. Also Metallbajonett, das ist klar, riesige Frontlinse, 82 mm und über 1 Kilo Gewicht, 1,2 Kilo rund, also 1185 Gramm. Ja, und das Ganze hier an einer EOS R Kamera, ich habe hier eine EOS RP, habe das Objektiv aber schon an einer EOS R 6 getestet und da gehe ich gleich noch ein bisschen drauf ein. Ja, so ein Monstrum, wofür ist das gut? Ich filme mich jetzt gerade auch mit einer Porträtlinse, eigentlich fast eine Normalbrennweite. Ich habe nämlich ein Canon EF50 1,2L USM im Einsatz. Also, Sie sehen bei mir im Hintergrund, ist es schön weich gezeichnet, aber der Vordergrund ist natürlich jetzt auch schon weich. Hier sehen Sie das Objektiv in der Unschärfe. Ja, und das liegt eben an, ja, jetzt ist in die Schärfeebene, jetzt ist wieder unscharf. Man sieht also, die Schärfentiefe ist extrem gering. Auch der Hintergrund ist schön weich gezeichnet, das nennt man ja Bouquet. Ich kann das mal auf den Hintergrund bringen. Ja, ich habe, ja, jetzt ist es auf dem Hintergrund, also da auf den Gitarrenhälsen und das Bild ist zu sehen. Und ich bin ziemlich unscharf, der Hintergrund. Ja, ist gut 2 Meter entfernt. Da sind noch Fasanpräparate. Jetzt gehen wir mal zurück auf mich. Das ist das Spannende und Tolle, das Bouquet, also das Verhältnis zwischen Schärfe und Unschärfe, was auch vor allem bei Porträts besonders beliebt und interessant ist. Ich muss jetzt mein Zimmer nicht aufräumen, um jemanden zu porträtieren oder mich zu porträtieren, wenn ich jetzt ein unaufgeräumtes Zimmer oder einfach einen ablenkenden Hintergrund hätte, stört der normalerweise überhaupt nicht, wenn man mit dieser Lichtschärfe, also mit F1,2, loszieht und fotografiert und jemanden porträtieren will. Und ja, derjenige wirkt einfach losgelöst vom Umfeld und besonders präsent und es wirkt auch ein bisschen cineastischer, also so eine Professionalität bekommt man dann einfach in die Aufnahmen rein. Hat natürlich Vor- und Nachteile, man sieht jetzt das Umfeld nicht mehr so exakt, aber um jemanden zu porträtieren ist es halt besonders interessant, diese hohe Lichtstärke einzusetzen. Ich kann mal zeigen, wie es aussieht, wenn es normal wäre. Ich habe jetzt F1,2 und das normale wäre jetzt F5,6 mit so einem Standardzoom vielleicht. Jetzt haben wir F5,6 und ja, das ist eigentlich so das Übliche, mit dem ich eigentlich auch fotografiere und filme, mit so einem Standardzoom, 50 mm F5,6 und ja, F4. Habe jetzt Vollformatkamera, das ist jetzt F4 und das ist jetzt F2,8, also achten Sie immer auf den Hintergrund, der wird jetzt laufend unschärfer. Das ist F2,0 und jetzt haben wir F1,2. Jetzt, also, das ist der Unterschied F5,6 zu F1,8. Das ist 1,2. Ja, eigentlich spannend. Und das Ganze ist allerdings nicht ohne, wenn man das hier betrachtet. Denn da hat Canon, ich halte das mal so, dass das, ich halte es mal hier runter.
Ja, da ist natürlich jetzt eine Preisklasse ausgerufen bei Canon. Canon will hier für dieses Teil, also RF 85 1,2, fast 3000 Euro sehen. 3000 Euro. Ja, das finde ich ehrlich gesagt ganz schön happig, aber das Teil hat es in sich und da will ich noch mal ein bisschen auf die technischen Daten eingehen. Und ja, auch ein bisschen auf den Nahbereich eingehen. Das hat jetzt eine Mindestdistanz von 85 cm. Also ich muss schon etwas weiter weggehen, um im Nahbereich scharf stellen zu können. Abbildungsmaßstab 0,12 oder 30 cm kann ich dann in der Breite Formatfüllen aufnehmen. Aber ich könnte das Ganze natürlich auch kombinieren mit Nahlinsen. Wenn ich das dann versuche, hier zum Beispiel mit so einer Raynox DCR, das ist eine 200, nee, eine 150er, da gibt es ja mehrere, die hier vorne in die Frontlinse einzukoppeln, das ist nicht ganz leicht. Da kann man, also hier, das schnappt nicht ein, das braucht mindestens 67 mm und wir haben hier 82 mm. Aber ich kann das Ganze auch über so Anpassungsringe ja, anpassen. Hier habe ich jetzt zwei Anpassungsringe, 82 auf 72 und 72 auf 58. Dann komme ich jetzt von 82 auf 58 und jetzt kann ich das auch einschnappen lassen. Also jetzt schnappt das ein und jetzt haben wir also den eingeschnappten. Hier ist das zu sehen. Und jetzt kann ich wesentlich dichter rangehen, nicht 85 cm, sondern jetzt komme ich auf 10 cm Frontlinse Motiv und ja, der Abbildungsmaßstab erhöht sich dann erheblich. Ich kann dann so ungefähr 5-6 cm hier mit der 150er scharf stellen oder es gibt noch weitere 250er. Die sieht im Prinzip genauso aus oder auch eine 202 und ich werde auch ja, Mikroskopobjektiv. Da haben wir in letzter Zeit ja einiges gemacht. Das will ich hier auch nochmal zeigen. Mikroskopobjektiv kann man auch so ansetzen. Ob das was bringt, ja, das werde ich dann auch gleich noch zeigen. Und ja, jetzt will ich einmal kurz, ja, die technischen Daten nochmal kurz angucken, ein bisschen auf die Webseite von Canon surfen und einige Bildbeispiele zeigen, die ich auch mit dem 85 1,2 aufgenommen habe. Und ja. Auch im Nahbereich noch mal zeigen, wie die Qualität da aussieht. Ja, schauen wir zunächst noch einmal kurz hier auf die Webseite von Canon. Hier ist also das Canon RF 85 1,2 USM. Wunderschöne, schmeichelnde Porträts, unglaubliche Schärfe. Das ist natürlich Werbung. Und ja, ultimatives Porträtobjektiv. Hier ist es nochmal von allen Seiten zu sehen. Also Metallbajonett. Hier gibt es einen Umschalter, manueller Betrieb oder Steuerung über diesen Ring. Der lässt sich auch programmieren. Und ja, hier kann man dann die Mindestdistanz verändern oder auch einschränken. So sieht das hier aus. Und ja, hier Lichtstärke 1,2 L-Serie. Hier sind noch so ein paar Porträtbeispiele für Streetfotografie, Lowlight und Porträts geeignet. Perfekte Brennweite für Porträts, enorme Lichtstärke, moderne Vergütung. Ja, hier gibt es BR-Optik, Blue Spectrum Refractive. Das soll also chromatische Aberration verhindern. Und sphärische Aberration, Witterungsschutz, also L-Klasse hier mit Dichtungsring zu sehen, schneller Ultraschallmotor und dann gibt es diesen Steuerungsring. Und ja, hier ist nochmal so ein Vergleich. Es gibt noch so ein DS, 8512 DS. Und hier haben wir das, was wir hier vorstellen, also das Nicht-DS. Das ist natürlich eine Geschmackssache. Da sind die Flares hier etwas stärker gezogen als bei diesem DS. Das DS hat aber F2,2 real. Ja, das ist natürlich eine Geschmackssache, was man da bevorzugt. Ich finde, persönlich gefällt mir das obere ehrlich gesagt etwas besser, aber das ist natürlich eine Geschmackssache. Das kann man dann von Fall zu Fall überlegen.
Und ja, hier ist der Lieferumfang. Hier gibt es also noch ein Objektiv, Aufbewahrungsbeutel, Rückdeckel, Frontdeckel und die Streulichtblende. Und dann noch mal ganz kurz hier auf die technischen Daten geschaut. Also hier haben wir 9 Blendenlamellen, kleinste Blende ist 16, Mindestabstand 85, Abbildungsmaßstab 0,12, Ultraschallmotor. Dann gibt es hier noch Zubehörmöglichkeiten. Das war's im Wesentlichen. Das Gewicht wird hier nicht angegeben, aber das liegt bei knapp 1,2 Kilo. 1170 Gramm haben wir gewogen ohne Streulichtblende. Mit Streulichtblende ist es dann noch etwas schwerer, 1230 Gramm ungefähr. Schauen wir auf die Preise. Also die Preise haben wir hier. 2874 Euro ist der günstigste Anbieter. Ja, knapp 3000 Euro sind hier ausgerufen für das RF 85 1,2 LUSM. Wie sieht es mit Alternativen aus? Hier ist es also für 2900 Euro. Es gibt ein EF 85 1,2 L Mark II. Das ist mehr als 1000 Euro günstiger. Da bräuchte man natürlich einen Automatikadapter für die Canon R-Familie. Ja, das 1600 Euro wäre mir auch lieber für das RF 8512, aber da wären knapp 3000 Euro fällig. Das ist natürlich nicht ohne. Aber schauen wir jetzt noch einmal bei mir in die Bildergebnisse für das Canon RF 8512. Zunächst noch einmal will ich noch mal zeigen, das ist jetzt ein 50-1-2er, also das ist das 50 EF 50 1,2 bei Offenblende bei einer Bekannten von mir, nur um das F1,2 noch mal etwas einschätzen zu können. Das ist mit dem 85 eigentlich auch sehr ähnlich, also Umfeld schön weich gezeichnet. Das habe ich auch mal für mich genutzt. Da hat mich ein bekannter, ein befreundeter Fotograf fotografiert, als Porträt aufgenommen, auch mit dem 50-1-2er, also damit das Umfeld schön weich gezeichnet wird. Das ist jetzt das 85-1-2er, bei uns einfach im Büro aufgenommen. Ja, das wäre eigentlich überhaupt kein passendes Umfeld gewesen, aber weil das so weich gezeichnet ist, das Umfeld, ja, hier bei Offenblende sehr gute Schärfe mit der EOS R6 aufgenommen. Hier Olaf Grasmann auch einfach im Büro. Sind eigentlich Schnappschüsse. Das auch im Büro. Eigentlich ein Schnappschuss mit dem 85-1-2er bei Offenblende mit der EOS R6 aufgenommen. Ja, hier bei 100% Ansicht. Es ist auch ein Hautschmeichler, weil es wird im Prinzip ja nur eine kleine Region im Gesicht scharf gestellt. Idealerweise sind es dann die Augen. Aber der Rest wird dann weich gezeichnet. Hier unseren Bürohund. Eigentlich auch keine passende Umgebung. Aber er wird eben doch gut freigestellt. Hier haben wir noch ein bisschen mehr Abstand gehabt. Da ist er als Ganzes drauf. Da wird es natürlich unscharf. Hier kann man aber es bei Offenblende sehen. Der Boden hier, der Teppichboden, ist auch bei Offenblende durchzeichnet in einer kleinen Region hier natürlich nur. Also bis in den Randbereich haben wir hier eine komplette Durchzeichnung, was eben am Boden hier gut zu sehen ist. Und ja, hier verlängert sich das. Hier ist es also voll durchzeichnet. Und jetzt will ich auch nochmal hier kurz im Video zeigen. Da habe ich auch nochmal mit der Kamera getestet, das 85-1-2er bei Offenblende, und dann habe ich mich noch mal seitlich gestellt, so dass im Hintergrund die Fensterfront zu sehen ist, und auch noch mal geguckt, wie sieht das aus. Die ist also ungefähr 1 Meter entfernt. So, jetzt Abstand von gut, ja, 2,50 schätze ich mal. Kamera ein bisschen weiter EOS weg. R6 mit dem 85-1-2 bei Offenblende, ein Fenster, und ja, hier die Hand davor und wieder weg und wieder vor. Ja, ich finde, das Bouquet sieht klasse aus. Ist natürlich immer eine Geschmackssache, aber
Jetzt schauen wir nochmal in die Bildergebnisse rein, und zwar hier bei Offenblende unser Testchart mit Briefmarken. Hier sind die EXIF-Daten, also F1,2, ISO 100, 400stel im Bildzentrum, 100% Ansicht. Ja, das ist jetzt hier ein RAW-Format, soweit unbearbeitet aus der Kamera, und jetzt gehen wir in das erweiterte Zentrum. Hier ist es also auch zu sehen, sehr gute Durchzeichnung, auch hier im erweiterten Zentrum, also unauffällig. So, hier unten gucken wir noch mal, und dann gehen wir in die Ecken rein, beziehungsweise in den Rand, hier im Prinzip die äußerste Ecke. Ja, ich finde, das ist Offenblende F1,2, sehr sehr gut aus, sehr hohe Durchzeichnung. Und ja, hier sind wir in der unteren linken Ecke und jetzt am Rand in der Mitte. 100% Ansicht, RAW-Format EOS R6, und auch hier oben in der Ecke sieht das gut aus. Ja, dann schauen wir mal in die Auswertung. Ich habe das auch ausgemessen mit einer Messsoftware, mit Quick MFT, und hier sind die Ergebnisse zu sehen. Also Liniendurchschnitt von 2944 Linien, und hier ist die Offenblende mit 2858 im Schnitt, und das steigert sich dann etwas, aber hier kann man sehen, also alles in allem vom Zentrum bis ins erweiterte Zentrum und den Randbereich sehr gleichmäßige Schärfe, und hier kann man also die blendenabhängige Schärfe sehen, schon bei Offenblende bei F1,2 fast das Maximum, nicht ganz, das steigert sich noch ein bisschen, aber sehr moderat, sehr ausgewogen kann man sagen, hier diese Linie, also F4 ist die größte Schärfe im Schnitt, aber schon bei F1,2, dafür will man das ja auch haben, hat man schon eine hervorragende Schärfe. Und ja, das kann man hier auch noch mal sehen. Ich vergrößere das mal, weil da kann man dann auch die chromatischen Aberrationen, machen wir auf 3:1. Also das ist hier unbearbeitet mit Adobe Lightroom. Ich gehe mal in die äußerste Ecke. Also Farbsäume sind hier nicht zu erkennen, jedenfalls nicht wesentlich. Sonst hätte man hier in dieser Übergangszone so einen Farbsaum. Der ist, wenn überhaupt, vielleicht zu erahnen, aber eigentlich auch nicht. Also das hat Canon offenbar sehr gut in den Griff gekriegt. Ja, man sieht hier eine ganz leichte Vignettierung. Das ist hier in dieser Ansicht zu sehen. Ich vergleiche das mal. Hier habe ich eine Stufe abgeblendet. Hier ist es dann schon zu erkennen. Wenn ich das auf Vergleich mache, also hier haben wir eine leichte Vignettierung. Das ist vielleicht eine halbe Blendenstufe, wo es im Randbereich dunkler wird. Hier haben wir F2,0, also eine Stufe abgeblendet. Da verschwindet das also schon praktisch völlig. Aber hier ist noch eine leichte Vignettierung zu sehen. Ja, jetzt gucken wir nochmal auf den Nahbereich. Also Nahbereich Mindestdistanz ist hier zu sehen. Das ist bei Offenblende F1,2 aufgenommen. Da wird das dann schon sehr schnell unscharf natürlich. Das sind gut 30 cm in der Breite, Abbildungsmaßstab 0,12. Und jetzt mit der Renox 150. Das ist die 150er. Das ist in der Breite Format für gut 6 cm. Das ist auch eine Schärfenreihe, die ich aufgenommen habe. 237er Stack bei Offenblende, habe ich schon verrechnet. Ja, hier kann man sehen, trotz der hohen Lichtstärke in der Verrechnung, das ist mit Helikon Focus Pro und verrechnet mit Methode C mit Offenblende 237er Stack. Sehr gute Feinzeichnung, auch hier schon mal Offenblende. Und das ist die Renox DCR 250, das ist auch ein Stack, 208er Stack. Und auch das bringt eine sehr gute Feinzeichnung hier auf diesen Buntstiften. Den Fokus habe ich nicht ganz nach vorne gezogen, sonst wäre das vorne auch scharf gewesen. Aber man kann hier sehen, auch hier hinten ist es, also im Randbereich ist es noch scharf. Auch hier, auch bei Offenblende, gute Schärfe. Dann habe ich die 202 genommen. Das wird nicht richtig scharf
Vielleicht habe ich da einen kleinen Fehler gemacht, da bin ich nicht ganz sicher, aber so richtig gut ist das jetzt nicht. Da hat man da noch eine höhere Vergrößerung, Mindestdistanz 2 cm. Und hier das Mikroskopobjektiv Plan X4-fach. Da kriegt man eine ziemlich starke Vignettierung und das habe ich auch gesteckt, aber die Feinzeichnung ist dennoch hervorragend. Also wenn man damit leben kann, funktioniert es vielleicht, aber die Vignettierung ist natürlich ein größerer Faktor hier, wenn man das mit dem Plan X4-fach Mikroskopobjektiv aufnimmt. Canon RF 85 1,2. Es ist ein Monstrum und da sollte man dran denken, das Teil wiegt richtig viel, jedenfalls oder relativ viel, knapp 1,2 Kilo oder mit der Streulichtblende ist es dann ja etwas schwerer noch. Ein paar Gramm rastet ein und ja, die kann man auch umgekehrt aufsetzen, wenn man die transportieren möchte. Dann rastet die auch ein und ja, ganz sicher. Das ist was für Freaks und für Porträtfotografen, die Spaß dran haben an dem Bouquet und dem Verhältnis zwischen Vordergrund und Hintergrund und auch eine faszinierende Schärfe haben wollen. Also das Teil ist schon bei Offenblende rattenscharf. Aber Canon ruft fast 3000 Euro derzeit aus und das ist natürlich die Frage, ob man das bereit ist auszugeben, 3000 Euro. Wenn man das macht, kriegt man natürlich ein fantastisches Objektiv. Es ist in Kunststoff verschalt außen, also das ist jetzt kein Metallfeeling, aber es fasst sich sehr angenehm an. Hier ist aber vorne ein Metallring, der lässt sich auch programmieren, also da kann man verschiedene Funktionen drauf ablegen, die Autofokusbetriebsarten, Weißabgleich, Blendensteuerung, mittlere Belichtungsstufe, das Licht dann an der Kamera, da kann man das hinterlegen. Ja, es ist schon ein Traum, muss ich sagen. Ich hätte es gerne, wir haben uns das geliehen. Ich persönlich, ja, muss nochmal überlegen, ob ich das vom Budget her stemmen kann, aber ich habe ja auch ein 50 1,2er, das filmt mich jetzt gerade und ja, ich finde es auch klasse, 50 1,2er, das ist nicht ganz so teuer und es gibt natürlich auch die Alternative über einen Automatikadapter, vielleicht das Canon ER 85 1,2 Mark II für, ja, ich hatte es gerade gezeigt, 1600 Euro, aber wer ein natives Objektiv haben möchte, der wird sich vielleicht für dieses RF 85 1,2 entscheiden. Es ist auf jeden Fall sowohl von der Haptik und Optik als auch vom Preis ein Traum. Preis vielleicht eher ein Albtraum, aber vielleicht gibt es den einen oder anderen. Sicherlich Porträtprofis oder auch Filmer, die einen cineastischen Look haben wollen, die werden das dann zumindest überlegen. Auf jeden Fall ist es schon toll, das mal auszuprobieren und macht auch einen Riesenspaß, vor allem wenn man auch im Porträtbereich engagiert ist. So viel zum Canon RF 85 1,2. Machen Sie es gut, macht's gut und bis zum nächsten Mal.